So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück. Und wir werden jetzt, hallo? Alter, Spinne. Die uns sieht nicht so aus. Hallo? Nee, sieht nicht so aus, als ob die was tun. So, wir wollten jetzt Richtung Lavafeld. Habe ich dann den Eimer dabei? Haben wir dabei. Sehr schön. Richtung Lavafeld. Stachelbeere. Ah, es hat auch noch Stachelbeere gefehlt. So. Und gelber Holunder. Da ist überhaupt irgendwas gelbes. Mal gucken. Orangebeere. Da oben sieht es auch noch vielversprechend aus. Gelber Holunder, sehr schön. Nehmen wir mit. Und dann müsste ich hier eigentlich hier in dieser Richtung irgendwo doch ein Lavafeld sein. Da ist er. Oh, ganz schön tief. Kommen wir da ran? Wir haben, was wir wollten, und hauen wieder ab. Was wir machen werden, ist unterwegs jetzt noch hier diese roten Bärchen mitnehmen. Die Glücksbärchis. Wenn wir denn noch ein paar finden, heißt das, die hier würde ich nicht unbedingt. Waldbeere oder Erdbeere brauchen wir eigentlich nicht. Was noch? Da, gelber Holunder wäre noch gut. Da waren wir ja gucken. Orangenbeere. Ist auch cool. Hier gibt schon schöne Höhlen eigentlich in der Ecke. Wenn ich jetzt schon sehe, wie unser Häuschen mal blöd, sieht schon ganz gut aus. Würde die Dinger hier natürlich gerne lassen. Wir machen natürlich auch noch einen schönen Weg denn hier und kennen wir ja alles. Ne? Haben wir ja alle schon mal hinter uns, vor uns, wie auch immer. Was wir noch machen könnten, wäre mal der hier. Huch, der nicht. Eigentlich würde ich das denn so schon wieder fast lassen. Oder? Nee, ein bisschen weiter könnte man noch ziehen. So. Und zwar hier denn so eine Ecke haben. Wir uns denn hochbauen. So. Eigentlich würde das schon fast reichen. Wir könnten hier dann eben den Eingang machen, den hoch. Ne? Also wo wir denn hochgehen. Hier kommt eine Treppe hin und ich sehe jetzt schon, alles ist ganz schön verwirrend. Birken. Wir bräuchten eigentlich noch ein paar Birken hier wachst. Wir könnten jetzt nur Knochenmehl eventuell dafür sorgen. Aber wenn dann nur aus Ehenknochen. Okay, mal da hinten. Denkt das richtig? Das Eisen. Hier. Ja, wir machen wenn dann nur aus Ehen. Ich möchte da nicht zu viel verwenden für oder verschwenden. Und wir brauchen ja eh noch Stein. Steinstein. Was ist denn jetzt die Birke hin? Hier war doch. Ach da. Juhu, hat hier noch nichts gebracht. Ach Mist. Na gut, dann buddeln wir hier erstmal weiter. Wir haben ja noch Zeit. Wir müssen bloß immer nach der Uhrzeit gucken. Und wir brauchen eh noch Steine. Das heißt, wir müssen eh noch mal in unsere komischen Höhlen hier, wie auch immer. Denn wir brauchen ja noch ein bisschen Stein. Ich hoffe, dass das hier halt nicht so aussieht. Naja, oh Gott. Überlegung gerade, hätten wir eventuell erst das Wasser nehmen sollen. Ich will jetzt keinen zweiten Eimer machen. Ich meine, wir brauchen sowieso irgendwann mehrere Eimer. Das ist ganz klar. Wieso verbreiten sich hier die Blumen so extrem? Die brauchen wir nicht, die brauchen wir nicht, die brauchen wir nicht. Ah. Na gut, aber dafür kriegen wir erstmal Erde und die werden wir definitiv noch brauchen. So, ich bin. Ich muss noch nicht ganz genau. Das ist alles ganz schön. Hm. So würde ich das schon gerne haben wollen, aber.
weiß noch nicht, wie ich das oben nachher mache, denn. Wir müssen sowieso auch noch ein paar Eichen wegklopfen. Wir brauchen ja noch ein bisschen Holz, denn. Für die äußere oder für die Stämme in der Hinsicht. Für unsere Umrandung. Naja. Oh Gott, da bin ich sowieso am meisten gespannt. Habe Angst, dass das vielleicht doch ein bisschen komisch wirken könnte. Ich glaube, wir werden da den Ehenstamm zumindest hier, werden wir auch hier machen. Dass wir das doch ein bisschen mehr abteilen. Weil sonst ja die Stabilität auch nicht wirklich gegeben ist. Ich weiß bloß noch nicht, wie ich das mache denn nachher mit, ja, mit der Treppe oder so. Ich weiß nicht, da habe ich eben noch nicht wirklich mir einen Plan gemacht. Der soll schon vernünftig aussehen, so ist es ja nicht. So, hier sind wir durch. Wie gesagt, hier werden wir tauschen. Ich glaube, das sieht besser aus, wenn wir das wirklich ein bisschen aufteilen. Und die ganze Sache. Eben wie hier. Wäre das hier? Wäre das hier? Stämme, Stämme. Und Blumenhose Fülle. Zack. Die anderen wären denn. Zack. Ja. Drei, jo. Ich denke, das sieht besser aus, wenn wir das so machen. Wenn wir das wirklich so machen. Als wenn. Ja. Wird schon komisch genug aussehen mit der Erde hier oder mit der Steinmauer denn? Weil wir auch hier sagen könnten, wir nehmen hier die Erde noch weg nachher. Genauso wie hier die Ecke. Wir machen hier dann so eine Art Steinmauer. Wirklich so eine Steinmauer noch, die ein bisschen eben höher geht. Ist ja nicht so wild. Schauen wir mal. So, den Ehenknochen, ja, braten wir jetzt auch noch, dann sind sie weg, ist egal. Und vielleicht haben wir ja die, mit Glück, dass doch das Bäumchen hier wächst. Jawohl! Das war wenigstens ein bisschen weiterkommen. Und wir hatten hier, hatte ich hier noch eine da. Die wächst natürlich nicht, aber naja. Die scheinen hier generell ein bisschen länger zu brauchen, die Birken, finde ich, um zu wachsen. Ah, jetzt haben wir eben den Eingang, sag ich mal, schon mal frei. Und dann müssen wir ja sowieso, dann machen wir erstmal eine kleine Wanderung. Denn wir brauchen noch Fichtenholz und Schwarzeichen. Bräuchten wir eigentlich auch noch zwei Stück. Wäre zumindest nicht schlecht, die zu haben. So, Birken, Birken, Birken. Ene, Inze, Hätte ich ja jetzt gerade doch gerne ein paar mehr gehabt. Aber naja, was denn erst können wir nicht machen. So. Ding, 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 ding. Dann machen wir erstmal den Raum hier fertig, so halbwegs. Drüben genauso. Weil die 7 natürlich wieder mal nicht reichen werden. Zack, zack, zack. Ja, und die brauchen wir natürlich nicht. Bräuchten wir eigentlich auch nicht so viele. Oh mein, diese Blumen hier sammeln. Boah, Hilfe. Wer gewagt hat, dass das hier jetzt so schön, so viele Blumen in der Hinsicht jetzt gibt. Dass man auch mal ein bisschen Auswahl hat oder so. Oder eben sich die Landschaft auch ein bisschen ändert. Und ja. Aber teilweise finde ich, sind das doch. Oh, war da. Doch extrem viele Blumen. Wir nehmen uns die mal mit. Weil können wir wenigstens essen, selbst wenn wir schon eigentlich gesättigt sind. Oh, zack, zack, zack. Da innen drin werden wir nicht rankommen. Glaube ja. Dann haben wir davon zwei. Davon haben wir irgendwo E. So. Okay. Und rein theoretisch müssten wir eigentlich darüber. Da haben wir schon mal Fichten auf jeden Fall. Die auch nicht allzu hoch sind.
Dann gehen wir. Wir gehen auch in diese Richtung. Yeah, wir springen schon mal rüber hier. Zack. Und graben uns mal den ganz flink linken Fußes hier ein. So. Zack. So, schnell mal aus hier tauscht. Ja, jetzt, wir sind wieder ein bisschen stiller, weil dann doch ein bisschen Konzentration da sein sollte, muss ich gerade. So, den haben wir. Kommen da hinten hin, die haben wir auch dann wenigstens ein paar. Gelbe Holunder könnten wir ruhig ein bisschen mehr. Der hellgrüne Stein könnte eigentlich auch... Alter, ich dachte gerade, hier ist ein Creeper. Könnte denn eigentlich auch mal weg? Ja, den werde ich mal sehen. Da bin ich mal gespannt, weil wir ein paar Fichten Samen kriegen. Und ja, wie gesagt, die ersten Folgen sind noch ziemlich kurz. Ich glaube, die anderen werden dafür denn umso länger werden. Wir werden sicherlich ja wieder mal die 20-Minuten-Marke knacken und wieder überziehen, weil wir dann die Zeit aus den Augen verlieren. So ist natürlich das Schöne immer noch, wenn dunkel ist. Ende, weißt du, dann machen wir aus und dann sehen wir uns am nächsten Morgen wieder.